Rätsel Nummer 4. Genau. Ja, okay. Oder auch 4. Ne? Hä? Binary Finger Counting. 1, 2, 3, 4. Bist du Freund oder Feind? Ah, ein Freund. Okay, anyway, Rätsel Nummer 4. Ne? Genau. Wir fangen hier jetzt mit einem Spiel an. Das Spiel heißt Don't Get Me Started. Da spielen wir ein paar Rätsel. Das ist relativ einfach. Das heißt, diese Rätsel sind praktisch ungescriptet. Das heißt, was wir hier machen, ist einfach nur der Müll, der uns einfach so in den Sinn kommt. Das ist witzig. Genau. Also pass auf, don't get me started. Wir geben uns einfach eine Topic und dann wird gerantet. Aber in einer speziellen Weise, sodass du dann immer noch irgendwie ein spezielles Wort rausfinden musst. Genau. Du wirst, glaube ich, auch sofort wissen, welches Wort wir von dir wollen. Dieses Ding von don't get me started wird auf Deutsch sein. Und ja, jetzt müssen wir uns mal ein Topic aussuchen. Worüber willst du diskutieren? Also don't get me started on IB. Okay, today's topic for Don't Get Me Started will be the International Baccalaureate. Here we go. Fang gar nicht erst damit an! Das ist so skandalös! Das ist so schlecht, was sofort total attraktiv ist! Ich weiß! Topic klar gemacht. Und wir haben auch die Emotionen zu dem Topic klar gemacht. Denke ich auch. Wie man jetzt unschwer erkennen kann, haben wir natürlich offensichtlich ein Wort relativ verkehrt benutzt. Ne? Ja, so ja. Halbwegs. Wir möchten von dir, dass du das Wort, was da eigentlich hin soll, findest, was überhaupt nicht schwer sein sollte. Dann nimmst du den ersten Buchstaben dieses Wortes und proceedest zu Rätsel 5. Ja. Ja, genau. Gut, also wir sehen uns im nächsten Rätsel. Tschüss!